Erntedank ist für uns Bauern und Christen ein wichtiges Fest. Wir begehen dieses Fest in Freude und Dankbarkeit. Dankbarkeit deshalb, weil wir wissen, dass trotz Hightech und moderner Technologie sichere Ernten alles andere als selbstverständlich sind. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig eine sichere Versorgung mit heimischen, hochwertigen Lebensmitteln ist. Sie garantiert soziale und gesellschaftliche Stabilität. Dass dies auch zukünftig der Fall ist, dafür muss die Politik Sorge tragen. Sie muss den richtigen Rahmen setzen bei der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, aber auch bei der nationalen Gesetzgebung, dass unsere Bauern auch zukünftig diese sichere Versorgung gewährleisten können. An Erntedank denken wir aber auch an die vielen Millionen Menschen, die hungern, bei denen es das tägliche Brot nicht gibt, es nicht selbstverständlich ist. Auch hier muss die Politik entsprechend handeln, damit es irgendwann in der Zukunft keinen Hunger mehr gibt. Ich möchte all unseren Bauernfamilien für ihre tagtägliche Arbeit danken, dafür, dass sie mit ihrer Händearbeit dafür sorgen, dass unsere heimischen Tische immer gedeckt sind mit hochwertigen, gesunden Lebensmitteln.